rein ins alte Brauhaus und erwartet sie schon, die Steffi. Steffi, schön, dass wir wieder da sein dürfen. Erzähl mal, ohne Weißbier startet es sich schlecht in den Tag. Ist das so? Definitiv würde ich sagen, das ist immer der erste Anlaufpunkt hier auf der Wiesn. Ein schönes Weißbier erst einmal und dann geht's weiter in die Zelte zur Reservierung wahrscheinlich. Vor allem optimaler Platz, vom Goetheplatz kommend, direkt reinmarschiert, einmal links abgebogen, da steht's ihr schon. Erzähl mal, dieses Jahr Wiesn 2024, wie ist es bisher für euch? Super, muss ich sagen. Wir haben bis jetzt ein super Glück mit dem Wetter gehabt. Es ist wunderschön, die Gäste sind freundlich, alles schön aktuell. Ein wahres Schmankerl, wir haben schon gerade angesprochen, das Weißbier. Das ist ja immer so wichtig für die Kehle, dass wir ja geölt sind. Wir müssen es dieses Jahr schon verkosten, oder? Ja, auf jeden Fall verkosten wir es, ne? Also definitiv, es ist immer gut für die Stimmbänder. Marschieren wir mal an die Bar, weil eigentlich verkrümel ich mich immer nach drinnen, aber dieses Jahr habe ich die Steffi mal rausgeholt. Jetzt gehen wir da mal hin, schau, der ist eh schon ein bisschen ruhig, der braucht da Arbeit. So schaut's aus, der kann was tun, der Tanju. Absolute Wiesenschmankerl. Ich muss es ja wirklich zugeben, seitdem ich über 30 bin, ist Weißbier für mich auf der Wiesn Pflicht. Davor hatte ich das immer gar nicht so am Schirm, sondern es kam erst so mit dem Alter bei mir. Bei dir? Generell immer schon. Schon immer gerne Weißbier. Merci. Dankeschön. Prost. Prost. Sehr lecker. Meine Hand, die hat schon so gezittert. Die hat schon gesagt, mein Guderin, das brauchst du jetzt. So hat die Hand es mir gerade gesagt. Deswegen nehme ich auch lieber noch mal den Nachschluck. Prost, lass das schmecken. Ah, du machst gleich mit, Schatz.